Hallo, ich habe inzwischen seit der letzten Folge einmal kurz gegoogelt, was ich falsch gemacht habe, und tatsächlich haben wir die falschen Farben genommen. Aus irgendeinem Grund, und ich öffne jetzt nochmal kurz mein Handy, um das zu bestätigen, dass ich nicht dumm bin. Webcam-Aufnahme läuft immer noch und das schon seit einer Stunde. Unfassbar. Das unterste ist nicht blau. Es ist violett. Violett, pink, rot und gelb steht im Netz und das muss man nicht mal in einer bestimmten Reihenfolge, das muss einfach nur da unten drin liegen. Violett, pink, rot und gelb. Das ist doch kein Violett. Das ist doch blau. Die wollen mich doch verarschen. Da rufe ich an bei Konami. Die kriegen einen saftigen Leserbrief von mir. Ja, eine E-Mail schreibe ich dahin. Mit einem ganz, mit hoher Wichtigkeit und einem Ausrufezeichen im Betreff. Naja, gut, also Violett, für mich ist das blau. Violett, Pink, vielleicht habe ich es auch aus der falschen Perspektive, vielleicht hätte ich auch Licht mehr gebraucht. Egal, mit anderen Worten, wir müssen also jetzt hier nicht blau, sondern ach so. Warte mal, gelb? Doch. Gelb, blau. Ich muss jetzt einfach nur hier dieses Pink, dieses hellere finden. Hä? Ach so, nee, scheiße. Ah, nee, blau war es ja gar nicht. Rot. Oder das hier. Das hier und dann noch ein rotes. Ist übrigens ein Toucan. Habe ich vorher geraten, obwohl das vielleicht hier schon irgendwo stand, aber. Boah, Junge. Come on, save some for later. I'll keep this one for Mom. That's a great idea. Come on, last one of the escalators is it. Aber ganz ehrlich, das war blau. Ich hätte ewig weiter so machen können. Das war einfach blau. Ich wäre auch zurückgelaufen und hätte wahrscheinlich trotzdem noch blau gesehen. Also gut, dass ich da nachgeguckt habe. Manchmal lohnt sich sowas. So, jetzt ist hoffentlich. Ruhe? Okay. Komme ich wieder zurück rein? Ja, gut, nicht mal was sagen tut er dazu, aber das stört mich nicht. Hallo? Nachricht? Willkommen im Toluca Einkaufszentrum der Erlebniswelt. Entfliehen Sie in eine Welt des Shoppens, Schlemmens und der Unterhaltung. In eine Oase in dieser hektischen Welt. Bringen Sie Ihre Familie, Freunde und Kollegen mit und erleben Sie eine luxuriöse und kultivierte Freizeitwelt. Leben Sie das Leben. Erleben Sie das Erlebnis. Wieso schicken die mir automatische SMS, wenn ich drin bin? Das ist ja wie bei Grenzübertretungen in andere Länder. Da kriegst du auch immer diese Roaming-SMS. Was für eine Musik. So. Ich sehe jetzt hier Autos. Say no. What? Say no to Vandalism. Ja, da hat wohl irgendwer nicht ganz genau gelesen, worum es da geht. Alan Camera. Okay. Singen Sie sich zum Sing? Erfolg. For a car, sure. 29.000 Dollar Car 2010. Das wird doch bestimmt heutzutage ein 100.000 Dollar Car. Natürlich Inflation einberechnet. Ist das das Auto, was man gewinnen kann? Kann ich damit wegfahren? Schade. Ich würde mir wünschen, dass wenigstens einer von diesen Läden hier auf hätte, sodass man da vielleicht ein bisschen, weiß ich nicht, shoppen kann. Das, weswegen man hier ist. Hier, was ist hier? Breeders? Pedigree Breeds? Ach, Haustiere. Ih, da kann man reingehen. Okay. Vergiss es. Das ist bestimmt wieder sowas, wo man sich zwischen mehreren Läden entscheiden kann, aber ich werde einmal schauen, was es generell hier so gibt. Was ist das? Ein umgeworfener Mülleimer.
Die Vandalen haben also wirklich von nichts Halt gemacht. So, das Auto hier ist weg, scheinbar. Offenbar hat das jemand gewonnen. Auf keinen Fall konnte das geklaut werden. Was? Wow, der Mülleimer war einfach diese Kernerinnerung der Mall. Malcolm, just after 3 in the afternoon, a retailer called in a shoplifter on the first floor. Sure enough, it's that girl again. Well, why am I holding off grabbing her? I guess I feel sorry for her. When we took her in last time, she was so mad, so angry, just kicking and screaming, and clearly got her own share of problems. I don't mind grabbing the kids who are just messing about. Don't mind grabbing those preppy little shits and just, you know, showing off. But I feel bad with her. Yeah, she's moving. Warum fühlt man für sie schlecht, wenn sie scheinbar nicht besonders höflich reagiert? Wenn sie sagt, ach, es tut mir leid, oh, meine Familie ist so arm, ich muss ihr daraus klauen. So wie in der Penny-Doku von der Penny auf dem von Penny auf der Reeperbahn, der Typ, der sich die Dosen mit Gulaschsuppe aufmacht im Laden und reinpfeift. Da hätte ich Mitleid. So, also es gibt hier übrigens keinen anderen Laden, in den man rein kann. Das heißt, ab geht's in den Tierladen. Die Mall ist also wirklich gut ausgestattet und hat zahlreiche Optionen für uns offen. Harry atmet kräftig beim Laufen, fällt mir gerade so auf. So. Da wir gerade aus einem Albtraum kommen, hoffe ich, dass wir jetzt... nicht schon wieder einsehen werden. Cute fish. Ach, das sind Fische. Wenigstens habe ich vor diesen Geräuschen keine Angst mehr. I need one that looks just like this. It's a present. We got lots of breeds. I can recommend No. I need one exactly like this. It's a present. Okay, okay. Come take a look over here. Das klang eher so, als ob der aus Versehen einen Hund umgebracht hat und jetzt dem Kind einen 1:1 Ersatz besorgen muss. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich das nicht auch machen würde. Bevor dein Kind anfängt zu weinen. Die Frage ist nur, warum bringst du einen Hund um und gehörst du nicht selbst dann in die Hölle? Und vor allem, was ist das da? Wer macht denn da, wer löffelt denn mit einem Eislöffel einen Hasen aus? Das sieht aus, als hätte jemand so eine Eiskugel rausgeholt. Dafür ist das Dogfood nicht angerührt worden. Was ist das? Für Meerschweinchen? Was haben wir denn hier? Was ist das? Drehen? Ach, da unten. Achso, ah, warte mal. Sind das hier die, muss man das so machen? So. Was ist das? Unentwickelte Erinnerung. Boah, kennt ihr noch Filme, also solche Filme für Fotokameras? Ich will nicht sagen, dass ihr dann alt seid, aber ihr habt auf jeden Fall eine alte Generation mitbekommen. So. Ach so, was stimmt, war nur eine Erinnerung. Ja, besser als nichts. So,
Hoffentlich geht sie aus dem Einkaufszentrum raus. Innenräume sind mir unbehagen, genauso wie diese Geräusche. Geil, Schatten. Bitte nichts Gruseliges. An die Geschäftsführer und das Verkaufspersonal. Wir haben einen weiteren Supermonat in Toluca Einkaufszentrum hinter uns, aber das ist noch lange nicht alles. Die Arbeit hört nie auf, wenn man das perfekte Shopping-Erlebnis realisieren will. In diesem Monat konzentrieren wir uns auf die Emotionen der Kunden und wir werden Testkäufe einsetzen, die sicherstellen, dass sich jedes Geschäft im Einkaufszentrum darauf konzentriert, die Stimmung der Kunden zu heben. Vergessen Sie nicht, Sie sind hier, um zu verkaufen. Nicht hier, um zu verkaufen, sondern um die Kunden glücklich zu machen. Je zufriedener sie sind, desto mehr Geld geben sie aus. Geschäfte, die unsere Testkäufer nicht zufriedenstellen, werden vom Verkaufsleiter kontaktiert. Sorgen Sie weiterhin für lächelnde Kunden. Eine weniger hilfreiche und nichtssagendere Nachricht habe ich lange nicht erhalten. Gut, dass das Schattenkind bei diesem Teddybären war, so weiß ich wenigstens, dass die Kinder halbwegs normale Verhaltensweisen aufweisen. Ach, guck mal. Aber auch auf diesem Bild, ich schwöre, dass es auf diesem Bild ist, das Pink. Das Pink sieht nicht mal aus wie Pink, aber das ist doch auf jeden Fall blau. Das ist ein Blauton da unten. Das ist doch nicht violett. Na egal. Das Toluca-Einkaufszentrum muss sicher bleiben. Telefon des Sicherheitsdienstes. Ach, 0207, die müssten doch theoretisch nachts auch dran gehen, oder? Oder? Nachts könnte doch auch ein, weiß ich nicht, Einbrecher oder so kommen. Bedrock Security. How'd you get this number? I'm in the Toluca Mall. That place is closed down. It's empty. You can't be there. I am. I want to get out. We stopped doing security there a while ago. Is this a prank call? I need to get to Simmons Street. I need to get out. This is one of the guys on the other shift. You think I'm stupid? Huh. Okay. If you're in the mall, how come I can't see you on the monitors, huh? How come you didn't trip any alarms, see? Not so stupid. It's not a joke. You guys. Das war wenigstens ein Gespräch. Oh, ich habe vergessen, selbst anzunehmen. Ah, naja, gut, was soll's. Ja gut, warum er uns nicht auf den Monitoren sieht, dass ich meine, hier in diesem Bereich gibt es wahrscheinlich gerade keine. Außer, ich hoffe, das bezog sich nicht darauf, dass er mich generell die ganze Zeit nicht gesehen hat. Das würde bedeuten, dass wir ein Geist sind oder so. Aber zu Simmons Street hätten wir auch so selbst rausgefunden. Geil, ein weiterer Laden. Was ist das? Ein Tierladen? Spielzeugautos aufgrund von Erstickungsgefahr zurückgerufen. Rückruf-Hotline 87325. Da rufen wir doch wohl an. Ich habe zwar kein Spielzeug, aber egal. Vielleicht kann man ja günstig welches erstehen. B-Ware. Rückläufe. Welcome to the Big Boy Toys Recall Line. To determine if your product is included in the current recall, please listen to the following information. The affected toy is the Red Hot Racer miniature car. The affected toys were assembled by a specific subcontractor during a limited time frame. Please look at the underside of the toy and check for a six-digit alphanumeric code on the base of the car, such as 3255RX. If this code begins with the numbers 42, 43, or 46, then your product is included in our recall program. Please store the toy in a safe place and call back during office hours to arrange a refund. At Big Boy Toys, we know you have a choice when you spend your hard-earned money on your children's toys. Big Boy Toys works to provide inexpensive, entertaining, and safe toys for your family. We will always act quickly when our quality control discovers a defect in a toy we have manufactured. Also sie geben sich auf jeden Fall Mühe, sich raus, nicht rausreden, aber sich etwas den Ruf zu verbessern. Interessant ist, dass die offenbar
zwei Serien Probleme hatten, dann zwei Serien wieder keine Probleme und dann wieder eine Serie lang Probleme. Naja, vielleicht lag das daran, dass der betroffene Mitarbeiter, der die Spielzeuge kaputt ausgeliefert hat oder was auch immer das Problem ist, vielleicht eine Woche Urlaub hatte. Okay, ich brauche einen Code. Ich brauche einen Safe-Code, der hier hoffentlich auch irgendwo einfach so rumliegt. Change Track, keine Ahnung. Ach, da. Okay, ich habe einen Schlüssel gewonnen. Aber ich will nicht raus. Ich will eigentlich einen Safe öffnen. Warte mal. Ja, hier in dem Raum muss auf jeden Fall irgendwo ein Code sein. Es war wahrscheinlich eher nicht an den Wänden mit den Produkten, sondern eher so hier im Kassenbereich. War hier hinter nochmal schon wieder vergessen, dass ich. Ach nee. Ja, okay, gut. Nee, das bringt mir nichts. Kurz mal gucken, ob wir das knacken können, indem wir es einfach so drehen. Ich brauche auf jeden Fall einen Code. Ist ja keinen gefunden hier. Ich würde mal schätzen, dass der vielleicht dann doch außen rumliegen könnte. Vielleicht in einem anderen Laden. Die Ladenbesitzer untereinander haben sich vielleicht die Codes überlassen. Keine Ahnung warum. In dem Safe kann also nichts Wichtiges drin gewesen sein. Schauen wir mal, wo es hier hingeht. Ich habe irgendwie die Befürchtung, dass wir, wenn wir hier hochgehen, dass wir dann keinen Weg zurück mehr haben. Irgendwo muss doch hier ein Safe-Code sein. Als ob der nicht so random auf dem Boden irgendwo liegt oder so. Da ist übrigens eine Überwachungskamera gewesen, da oben. Einer der Gründe, warum ich mich wundere, dass der Typ am Telefon vorhin uns nicht gesehen hat, angeblich. Boah, ich probiere es jetzt nochmal so. Ne, ich glaube, das wird nichts. Ja, da ich hier jetzt keine Codes finde, auch nicht
in diesem wunderschönen, formschönen Puppenhaus und man ja auch eigentlich einen eher umfangreichen Code erwarten würde, weil man ja wissen muss, in welche Richtung und zu welcher Zahl man drehen muss, also ne, links 80, rechts 70 oder so. Gehe ich mal davon aus, dass wir es entweder auf einem Zettel finden oder uns am Telefon gesagt wird, aber alle Nummern, die ich jetzt bisher kannte, habe ich schon angerufen. Das heißt... Ja, gehen wir mal hier hoch. Ach scheiße, okay, hier geht's raus. Ja. Ah, okay, doch noch nicht ganz raus. Geil. Was denkst du dir dabei? Ich würde mir eher Gedanken machen, warum eine Puppe hier im Gang einfach so sinnlos rumsteht. Und das hier ist eine Spielhalle oder was? Ich habe hier gerade Geräusche gehört. Ach nein, hier ist der... Tukan. Das ist immer noch blau für mich, ne? Ich schwöre, das ist blau. Das ist... Na egal. So, was steht denn hier alles? Einkaufszentrum Geschichte. Das ist das erste Einkaufszentrum mit ganz mit Mauern umgeben. Ich lese das jetzt ungern durch. Aber it was also the first feature. Also das erste Einkaufszentrum, was dekorative Arbeiten in den Innenräumen gefeatured hat. Also wahrscheinlich sowas wie dieser Tukan. As well as the first to be anchored by more than what? Anchored by more than one large full-service department store. Also sowas wie zwei department stores waren in diesem Einkaufszentrum und das war dann Weltneuheit. Moreover, Toluca was also revolutionary in its introvert design. Where what? Where previous? Okay. Where previous shopping centers faced out towards their parking lot or lots, most stores in Toluca faced in with their entrances and signage on the inside of the wall. The unified mall aesthetic of the exterior was not compromised by the sight of several individual storefronts and signs. Ich habe das jetzt nicht übersetzt, weil es schon schwer genug war, da die Buchstaben auf Englisch zu erkennen. Aber ihr habt hoffentlich ungefähr mitbekommen, worum es ging. So, Chica Bella. Oh. Ah. Wo? Womit habe ich die Ehre? Michelle? Harry? Yeah? John turned up, finally. I wanted to see how you were doing. You home yet? No. Almost. Got held up. Bad things keep happening. Sorry, Harry. What was that? What's happening? Nothing. I'll be there soon. Sorry, Harry. You're breaking up. We're going into a tunnel. I'll have to speak later. Das ist offenbar nicht Teil von der Lampenerscheinung gerade. Die hat einfach random angerufen. Ah, hier. Sieh mal, was ich geschenkt bekommen habe. Sie ist so süß. Sie liebt mich so sehr und will mir immer das Gesicht abschlecken. Ich nenne sie Holly. Ist das, die sieht aus wie Dahlia, also von den Haaren her. Meinst du nicht? Geil, Blut an diesem Telefon, was auch auf extrem kinderfreundlicher Höhe angehängt ist. Tja, damit werde ich nicht telefonieren. Ja, das Maskottchen. So, wo war ich denn jetzt hier? Da bin ich gerade rausgekommen.
bisher noch keinen Hinweis darauf, was ich mit dem Safe machen konnte. Und ich konnte definitiv was damit machen. Ich meine, dass man da dran gehen kann und das drehen kann, ist ja ein Zeichen. So, das ist ein Friseur. Kann ich hier rein? Ja. Erstmal gucken, ob ich woanders rein kann. Aber wetten nicht. Ist das ein Geldautomat? Wenn ja, dann ein kaputter. Boah, diese Mucke, ne? Ich meine, eigentlich ist die schön so. Das ist so ein. Das ist wenigstens mal was Entspanntes. Also, ehrlich gesagt, stört mich das gar nicht so sehr. So. Gehen wir mal hier rein. Mal gucken. Hoffentlich ist hier irgendwo so eine Notiz hier. Ja, hi Steve, ich bin der aus dem Spielzeugladen. Hier ist der Code für meinen Safe. Falls ich mal sterben sollte, kannst du mal all mein Geld haben. Ungefähr so. Und dann ist er gestorben. Dann hat der Typ all sein Geld bekommen und hat den Safe natürlich wieder zugemacht, damit wir es nicht mehr so einfach haben. I hate my face. Na, das war super, dankeschön. Was sagt er hier oder sie? Ein Herz mit, wie sagt man, einem Pfeil durch? Okay. Der hat also Armor getroffen. Webcam-Aufnahme ist immer noch in Ordnung. Unfassbar. Draußen wird's hell, merke ich gerade. Und er hier? Food. What? Code. Achso, 1789. 1789. Du, ich habe echt das. Ich habe langsam das Gefühl, als ob die. Ich will jetzt aber. Okay. Ich will jetzt nicht cheaten, was diesen kleinen Safe angeht. Ich habe jetzt den gesamten Spielzeugladen, den gesamten Laden hatte ich durchsucht. Nach Hinweisen. Ich habe nichts gefunden, nicht mal was zum Aufheben. Keine Zettel oder so, wo was draufsteht. Ich schätze, ich werde einfach, auch wenn es sich doof anfühlt, werde ich wahrscheinlich den Safe nicht öffnen und jetzt hier rausgehen. Weil ich keine Lust habe, so lange zu suchen für so ein kleines, für so eine kleine Nebensache. Ich schätze, da wird wieder nur so ein Sammelobjekt drin sein. Man kriegt hier nicht mehr Trophäen für das Spiel, also hätte ich es eigentlich nur zur Komplettheit halber gemacht. Wenn jemand weiß, wo man die, also bitte nicht sagen, wie die Kombination ist, das wäre nett. Aber wenn jemand weiß, wo die Kombination für den Safe steht, könnt ihr es ja unten in die Kommentare schreiben, so als Hilfe für ihr, weiß ich nicht, Leute, die vielleicht dieses Video gerade gucken und selber im Spiel sind, irgendwann. Und den Safe gerne öffnen möchten. Ich werde den erstmal lassen. Also, du kannst nicht alles ercheaten. Ich könnte ja jede Sache, die ich quasi nicht schaffe, einfach direkt googeln oder jedes. Oder hinterher googeln, welche Sammelobjekte ich nicht gefunden habe und dann nochmal holen. Aber das nimmt ja eigentlich so ein bisschen den Spaß, ne? Ich habe halt keine Motivation, so ein Ding zu suchen, was mir nicht wirklich viel bringt für die Story. Also, was mir gar nichts bringt. So, 1789. Schon wieder vergessen gehabt. Das sah gerade so aus, als ob da was Farbiges drauf liegt auf dem Mülleimer. Recycling-Richtlinien. Recycelbares sollte gesäubert und leer sein. Das hat sich nicht verändert in den letzten 10 Jahren. So. Achso. Was?
kann nur zurückgehen. Ich kann mir nichts nehmen. Ausgerechnet hier. Oh. Yeah, I haven't lifted a finger all afternoon. No, the store was closed, so they could take photos in there. For marketing. I don't know why they even need to be in there, why they can't just computer the whole thing or whatever. They weren't real customers. Models and actors, I guess. And the food they showed was like all brought in special. It was sprayed with a spritzer to make it look tasty. Keep Toluca safe. Achso. Aber gut, da habe ich schon... Ah, 0207, da habe ich schon angerufen. Na. Da geht's nicht... Also hier gehe ich jetzt noch nicht durch. Ich gehe jetzt doch noch einmal zurück. Die Folge ist jetzt eh so gut wie vorbei. Da will ich jetzt nicht noch durch diese Tür gehen hier. Sondern einmal gucken, ob ich nochmal in den Spielzeugladen zurück kann. Und vielleicht... Das scheiße Wasser lassen natürlich laufen. Die Leitungen müssen doch mal durchgespült werden. Das ist meine Ausrede. Denn wenn die Leitungen nicht gespült werden und irgendwann anfangen zu korrodieren und zu rosten, dann muss man die austauschen. Ist das auch eine Umweltsünde? So. Ich bin so weit gegangen, das kann eigentlich nicht mehr sein, dass da hinten irgendwie, wo wir gerade noch waren, ein Hinweis auf die Safe-Kombination ist. Das muss irgendwie hier drin sein. Ich laufe jetzt hier mal so ein bisschen rum, ob man noch was anklicken kann. Ich kann es nicht mal weiter nach rechts drehen. Ach. Was? Hey, ich habe nichts gemacht. Ich habe einfach nur erneut bis dahin gedreht, wo es klack gemacht hat. Und wie zu erwarten war, ist hier ein völlig sinnloses, meine fliegende Echse genanntes Erinnerungsstück drin. Aber immerhin, das ist aber ein gutes Zeichen. Nämlich ein Zeichen dafür, dass die Folge hier enden kann. Warte mal, wie speichere ich nochmal? Ach so, so. Die Folge endet hier nämlich auf jeden Fall, denn draußen wird es hell. Das heißt, mein Webcam-Bild wird sich farblich verändern. Das ist natürlich der einzige Grund, warum ich jetzt hier beende. Allerdings merkt mein Gehirn langsam so auch, dass es müde wird. Das ändert nichts daran, dass ich mich freuen würde über eure Bewertungen und über eure Kommentare. Und ich hoffe, dass ihr morgen wieder dabei seid. Und die Webcam läuft noch, aber hat gerade kurz gestottert. Es wird also Zeit. Auf ein neues, und zwar morgen. Bis dann. Ciao.